Willkommen zum letzten Part, Pokémon Leuchtende Perle. Zum Rematch gegen... Na, wie geht es dir so? Ich habe neulich nach langer Zeit mal wieder bei meiner Großmutter in Alices vorbeigeschaut. Du musst sie wirklich beeindruckt haben, sie hat regelrecht von dir geschwärmt. Sicherlich ist es für einen Trainer wichtig, Kämpfe zu bestreiten und den Sieg vor Augen zu haben. Doch erst wenn es einem gelingt, die Menschen und Pokémon um sich herum froh zu machen, kann man sich einen guten Trainer nennen. Genau deshalb könnte ich nicht glücklicher sein, dass du ausgerechnet du mich herausforderst. Ich nehme deine Herausforderung an und werde mich voll und ganz ins Zeug legen. Diesmal ohne den Kameraschwenk. Interessant. Warum eigentlich nicht? Champ Cynthia fordert mich mal wieder heraus. Leute, da sind wir also. Das ist der letzte Part. Wir haben viel gesehen, erlebt, gemacht. Das letzte Drittel des Let's Plays bestand ausschließlich aus dem Postgame. Und hier sind wir nun. Hier sind wir nun. Der Unterschied zum ersten Kampf ist, dass wir nicht unterlevelt sind, das waren wir das letzte Mal. Wird er nicht müde zu erwähnen? Ja, ihr merkt's. Oh, reine Willenskraft. Wie erwähnt, gegen Krypok. Oh, es kommt zum Wechsel. Was kommt denn jetzt? Togekiss! Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber das sehe ich kritisch. Warum? P ist sehr effektiv gegen Unlicht. Ich überprüfe das gerade. Aber nicht gegen Stahl. Mal sehen, was Togekiss hier anrichten möchte. Aurasfee. Was hat sich Cynthia hier schon wieder einfallen lassen? Ich werde langsam wild. Überreste, das ist so ein richtiges Tankmon. Stahl wäre sehr effektiv gegen Fee, also ich mag's. Donnerwelle ausgewichen. So ist es. Also früher war Togekiss nur Typ Normal oder hat es auch Flug? Ach so, boah, wenn ich drüber nachdenke. Also Togetick, ich denke an Togepi und Togetick, aber Togekiss kam halt auch erst in der vierten Generation dazu. Also ich glaube, Togekiss gehörte schon früher zu den Rematch-Pokémon von Cynthia. Ich frage mich eher, was dafür rausgeflogen ist. Was ist... Oh, das ist prickelnd. Könnt ihr mir das beantworten? Welches Pokémon ist raus? Was war denn das Schwächste von Cynthia? Gastrodon vielleicht? Ja, er ist die beste Wahl gegen dieses Pokémon, gegen diesen Gegner. Wir haben eine Antwort. Fee war doch noch gefragt. In letzter Sekunde des Let's Plays wollten sie was über Fee wissen. Roserade, auch ein relativ, ja, vergleichsweise schwaches Pokémon von Cynthia. Aber unterschätzen wollen wir es nicht. Ich hoffe, dass die Lohe-Kanonade trifft. Denn dafür ist sie da. Und sie muss es. Und sie tut es. Finische. Soll erfüllt. Pflicht getan. Lucario. Der hat Stahl mit drinne. Warum greift er sofort an? Dürfen wir da fragen?
Der hat eine Initiative bis zum Mond. Da kann Panferno bestimmt nicht mithalten. Ach, der hat noch von Lohe Kanonade Rückstoß. Jetzt wird mir einiges klar. Schade. Das war natürlich jetzt auch ein bisschen gewagt. Aber das machen wir so. Erdbeben, was geht denn? Nicht vergessen, Knackhack hat auch die Erdplatte. Vielleicht hat die mir hier auch den Unterschied gemacht. Also es geht munter weiter. Mein Nemesis. Aber Venofliebes, heute ist ein anderer Tag. Heute ist ein besserer Tag. Level 80 gegen Level 7, 74. Einfach heute easy. Heute EZ. Down! Die Frage ist... Oh, macht es ihn nicht kaputt? Aber sie heilt ihn garantiert. Jetzt lass mal rechnen. 230? Die Hälfte ist 115. Er hat uns exakt die Hälfte abgezogen. Mann, nur ein bisschen mehr. Das hätte gut geendet. Aber wenn jetzt so die Top-Genesungen rausgehämmert werden von Cynthia, ist es ja auch legit. Dazu muss Venofliebes aber auch jedes Mal treffen. Diese Voraussetzung muss eintreffen. Alter, wäre Venofliebes nur ein bisschen stärker, könnte sowohl zwei Treffer einstecken, als auch Milotic one-hitten. Oh, keine Heilung. Ja, logisch, war ja schon auch. Ich bin nervös, ich bin aufgewühlt, Freunde. So, die hat mindestens drei. Genesung, das wird aber nicht reichen. Das wird nicht reichen. Gut. Ich wollte nicht zu früh jubeln, aber ich jubele! Yay! Kreisch, Kröl, Ausflip! Milotic kriegt auf den Sack. So. Den haben wir ja auch noch. Let's go. Den haben wir ja auch noch. Okay, nur noch Krüppuck und Knackrack. Und da Venofliebes eh nichts gegen Knackrack anrichten kann, werden wir weiter die Blattgeißel spammen. Gegen den Herren hier. Jetzt trifft nichts mehr. Es ist auf beiden Seiten. Eine Nullnummer, wie sie im Buche steht. Ok. Er hält durch. Das ist ein gutes Recht. So eine schöne Beere hast du da. Wird Cynthia dir die letzte Top-Genesung gönnen? Krüppuck, und falls nicht, denk mal drüber nach. Sollte dir das nicht am Ende des Tages zu denken geben? Denk drüber nach! Hä? Ach so, der hat doch... Oh mein Gott, so ein Mist! Auch nur, weil mir die Blattgeißel ausgegangen ist. Das ist jetzt natürlich vergebliche Liebesmühe. Gegenteil, ich sollte Venofliebes leider opfern. Aber wer ist denn eine Option? Verbrennung, paralysiert, besiegt. Den drei gehen's top. Die Frage ist, gegen wen tut er sich schwer?
finster Aura. Doch kein Bronzong. Boyelin, los! Ja. Das ist natürlich mürbe Arbeit, aber wir haben hier keinen. Wir haben hier keinen Milotic, das die ganze Zeit mit Genesung um sich haut. Deswegen machen wir diese Variante. Oh. Ja, Krypok ist ein Mürbe-Pokémon, von der einen und auf der anderen Seite. Also, es macht einen Mürbe und wir machen ihn Mürbe. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Sieht manchmal nicht so aus, wenn ich ehrlich bin, aber es ist sie. Gut, Knackrack ist hier mitunter so der Stärkste im Bunde. Rein von der reinen Haut drauf. Taktik. Und deswegen macht das mit dem Erdbeben der Erdtafel. Und steht jetzt seinem Ebenbild gegenüber. Auch wenn du mich in die Enge getrieben hast, macht mir dieser Kampf tatsächlich viel Spaß. Ja, ja, mir auch und so. Drachenklaue, los! Ira greift zuerst an. Mit Schwertanz wird doch ganz übel, wenn ihr mich fragt. Angriff steigt stark. Dann finish him! Perfekte EVs, perfekte DVs. Rauhaut, natürlich, warum nicht? Noch sind wir hier nicht fertig. Es wäre schade, dem Spaß jetzt schon ein Ende bereiten zu müssen. Doch, das werde ich aber. Hat die jetzt eine vierte Top-Genesung eingesetzt? Habe ich das richtig gezählt? Die hat doch schon vier Stück eingesetzt, oder nicht? Ja, da geht ihr wohl ein bisschen die Pumpe. Sie besiegt mich mit Rauhaut. Yo, wir sind ausgewichen und finishen ihn! Yeah! Du Schnichtmassen, die Bonner gebraucht! Eisstrahl, dies, das. Komm schon, Knackrack besiegt Knackrack. Und was war der Schlüssel? Die Liebe zu meinen Pokémon. Es ist der anderen Attacke ausgewichen, die es sicher besiegt hätte, und konnte ihm daraufhin ins Gesicht kontern. Bravo, das war ein überragender Kampf. Es wäre viel kniffliger geworden. Eigentlich interessiert mich jetzt mehr, wie das ausgegangen wäre, wenn er vernünftig hätte angreifen können. Das sind sie, die modernen Pokémon-Spiele. Zweifellos. Ich bin überglücklich, dass ich durch diesen Kampf erkennen durfte, was dich antreibt. Deine Liebe zu den Pokémon sowie die Bande zwischen euch und dein Geschick als Trainer. Du bist wahrhaftig ein fabelhafter Trainer und mehr als würdig, die Ruhmeshalle zu betreten. Komm, nimm den Aufzug. Danke, Mann. Danke, Frau. Bin gerührt. Nicht geschüttelt. Ich bin gerührt. Tap, 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 tap. Der Raum, der vor uns liegt, ist die Ruhmeshalle. Ich dachte, dein Schlafzimmer. Hallo, Professor Eibe. Let's play, Markus. Dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, Sie sind auch hier, Professor Eibe? Natürlich. Ein Kind, dem ich einen Pokédex anvertraut habe, kommt so weit. Da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Let's play, Markus, ich sollte dich nicht mehr ein Kind nennen. Ja, aber damals war ich es dann doch wenigstens, oder nicht? Du bist ein wahrer Champ. Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kinder für ihre Forschung aufbringen, nicht wahr? Ja, aber voll. Let's play, Markus, hier entlang, bitte. Professor Eibe, kommen Sie auch mit. Er hat gar nicht geantwortet. Die Antwort lautete, nein, er genießt den Enthusiasmus nicht. Egal, wie oft ich herkomme, dieser Raum erfüllt mich jedes Mal wieder mit Ehrfurcht. Ehrfurcht ist nur eine allzu natürliche Reaktion, Herr Professor. Dieser Raum steht für die Hoffnung und Träume aller Trainer und ihrer Pokémon. Darf ich auch mal was sagen? Ist doch mein Moment. Let's play, Markus. Willkommen in der Ruhmeshalle. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerung an eure bisherigen Abenteuer. Oh, aber diesmal sagt sie nicht, dass es bei ihr lange her ist. Ich dachte schon, ist es derselbe Text wie letztes Mal? Nicht ganz!
Du und deine Pokémon habt die harten Kämpfe der Pokémon-Liga gemeistert. Diese Maschine wird eure Errungenschaften für alle Zeit festhalten. Meine schönen 6 bunten Pokébälle. Ein großer Dank geht an meine treuen Pokémon-Teammitglieder, die sich erneut in die Ruhmeshalle eintragen. Sneepuna! Panferno! Bronzong! Bojelin! Venufliebes! Und Knackrack! Was für ein Team! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Let's Play Pokémon Leuchtende Perle. Ich werde die 6 Pappnasen vermissen. Wir hatten Höhen und Tiefen, aber unterm Strich bin ich sehr zufrieden, wie das für uns gelaufen ist. Diese 6 Pokémon. Es sind ungewöhnliche Picks dabei, aber auch Favoriten. Overpowerte! Welche, mit denen ich vollends zufrieden war, die meine Erwartungen übertroffen haben oder ein wenig untertroffen. Doch insgesamt, es ist schön, Knackrack, Bojelin, Panferno, Sneepuna, Bronzong und Venufliebes trainiert zu haben. Danke, dass ihr dabei wart bei diesem Let's Play. Es gibt noch einmal Rematches. Tatsächlich. Mit denselben, ich denke mal, dieselben Pokémon. Aber noch höher. Beim ersten Mal ist das höchste Pokémon-Level Level 66. Diesmal Level 77. Und es gibt noch letzte Rematches auf Level 88. Ja, dafür müsste ich einfach nur offscreen trainieren und dasselbe machen wie das, was wir jetzt nochmal gesehen hatten. Nun ja, die Top 4 fand ich jetzt. Also, ich sag mal so, einmal ist schön, zweimal ist das Maximale. Ich brauch's jetzt persönlich nicht ein drittes Mal sehen. Sinnoh, eine schöne Region. Vieles ist klassisch. Der ganze Ablauf. Und es gibt viele Parallelen zur ersten Generation, wie wir nochmal festgestellt haben. Den Ursprüngen. Das alles war im neuen Gewand. Damals mit neuen Pokémon und neuen Arena-Leitern. Einer neuen Verbrecherorganisation. Aber vertraut. Mit DS-Grafik statt wie zuvor Game Boy und Game Boy Advance-Grafik. Und jetzt bekamen wir das Ganze auf die heutige Konsolengeneration. Diamant Pearl Remakes für Nintendo Switch. Tja. Hätten sich Leute beschwert, wenn man die Platin-Anpassungen und Verbesserungen genutzt hätte? Das hätten sich bestimmt Leute beschwert. Wobei ich glaube, der Großteil hätte es befürwortet. Kommt ganz auf die Änderungen an. Was soll ich sagen? Es ist ein Pokémon-Let's Play und man kann natürlich über die Kleinigkeiten bis ins Detail diskutieren. Ich fand's eine feine Sache und es hat mir Spaß gemacht. Darum geht's. Das ist nicht der Verdienst von Ilka. Das ist der Verdienst von Game Freak von vor gut 15 Jahren. Ich würde lieber nochmal die Originalspiele spielen, als nochmal die Remakes. Weil mir Pixel halt auch nicht viel ausmachen. Sollten wir in ein paar Jahren, tatsächlich, es würden einige Jahre ins Land ziehen, nach Sinnoh zurückkehren, würde ich Pokémon Platin nehmen. Aber bis dahin werden wir noch ganz viele andere Pokémon-Abenteuer erleben. Ich halte die Sinnoh-Region immer in Ehren. Und in guter Erinnerung. Und ja, mal sehen, wann es die Events gibt für Darkrai, Shaymin und Arceus. Je schneller,
Und je vollständiger, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ihr davon von mir auch ein Video zuseht. Falls ihr da ungeduldig seid, schaut mal da die Arena-Leiter. Falls ihr da ein bisschen ungeduldig seid, empfehle ich natürlich mein Let's Play Pokémon Diamant. Was ich vor ein paar Jahren noch aufgenommen hatte. Und ja. Ich bin auch ein bisschen, weiß nicht. Es wirkt, es gibt so viel verschenktes Potenzial. Wie ist eure Meinung? Ob rein vom Let's Play oder wenn ihr es selbst gespielt habt. Ich fürchte, es war mehr eine Arbeit, eine Pflicht, die da erfüllt wurde von der Pokémon Company. Aber dass man nicht 100% gegeben hat, um die Remakes zu verbessern, ja, sie quasi aussehen zu lassen wie Schwert-Schild mindestens. Rein von dem Grafikstil. Bedeutet doch nur, dass Game Freak noch mehr Pläne hat. Nicht nur mit Pokémon Legends Arceus. Ich denke, in einem Jahr spielen wir eine neue Pokémon-Generation. Doch wir werden sehen, wann sie genau kommt. Retro-Pokémon-Editionen, Pokémon Legends Arceus im Januar startend, also sehr bald. Also müssen wir gar nicht traurig sein. Wir sehen uns bald wieder mit dem nächsten Pokémon Let's Play. Lasst uns also ein paar Wochen durchschnaufen. Dann bereisen wir die Sinnoh-Region nochmals, und zwar in der Vergangenheit als die Hisui-Region. Danke an alle, die aufmerksam das Let's Play verfolgt haben. Und ich hatte wirklich ein schönes Team. Das ist immer mein größtes Ziel, ein abwechslungsreiches und prächtiges, buntes Team zusammenzustellen. Es ist alles gesagt. Haut rein, danke und bis dann und ciao.